Hi und willkommen zu Hogwarts Legacy Episode 19. Es ist jetzt schon Abend geworden, dunkel. In der Zeit habe ich mich umgezogen und wir stehen jetzt vor der Höhle, wo wir rein sollen für die Briefe und das Päckchen, was auch immer dort drin ist, für die Bardame aus dem Drei Besen, aus Hogsmeade. Direkt danach begeben wir uns auf die Suche nach dem verlorenen Bruder und schauen mal. Aber um sicher zu sein, hatte ich jetzt schon mal die Kampfmontur angezogen. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Sammle Sironas Briefe. Vielleicht finde ich dort ja noch mehr Horrorklumpe. 5 und sammle Sironas Schachtel mit Briefen ein. Und ich soll diese Klumpen sammeln für den Mega-Power-Trank. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Für die Dame aus Upper Dingsbums Dorf. Continuo. Hornklump. Das genau sind vorerst alle Hornklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ja, das sieht ja interessant aus. Das sieht interessant aus. Also wenn die wirklich nur dafür diesen Teich gemacht haben. Cool. Cool, echt schön. Wenn es noch eine warme, heiße Quelle wäre. Ui, schöner Badeort. Was geht denn da unten vor? Ah, ich ahne Böses. Kennt ihr den Trailer mit dem Drachen? Oh Mann. Na, ich bin gespannt. Aber dann war die Einschätzung, die richtigen Klamotten anzuziehen, schon korrekt. Ins Handy. Okay, ab jetzt kein Zurück mehr. Ist das ein geheimer Raum oder komme ich hier? Rebellion. Fingerlose, mahagonifarbene Handschuhe. Wie immer mit wunderschöner Musik untermalt. Und das nicht sarkastisch gemeint. Also, wenn ich rüber gucke, dann ist es mal der Kontrollmonitor, ob euch der Ton nicht um die Ohren fliegt. Lieber ein Blick mehr als ein zu wenig. Ein Bergtroll. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ja, der scheint ja unter Einfluss von Ragnarok zu sein. Aua, 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 aua. Okay, also es ist nicht der Drache. Es ist halb so schlimm. Wir haben auch nur einen Mega-Power-Trank. Die bringen nichts. Ich
Aua, Junge. Also bei dem immer doppelt ausweichen, der macht immer einen Folgeangriff. Wird eng. Der nächste Treffer. Ja, das hat ja nicht so viel gebracht. Das hatte nicht so viel gebracht. Also unsere uralte Magie hat ja fast gar nichts gebracht. Wir versuchen es nochmal. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendetwas haben, was wir ihm... Nee, das wird nichts. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Oder anders, wir probieren nicht. Tu es oder tu es nicht, hatte Yoda gesagt. Also natürlich werden wir ihn jetzt... Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen... ...in den Po treten. Incendium! Immer daran denken, dass ihr Maus, dass das du auch Controller auch, wenn ihr dieses, wenn dieses Ausweichen nicht wieder irgendwie verbuggt ist, dass es irgendwie festhängt, könnt ihr da, wo ihr mit der Maus dann während des Ausweichens hinzielt, dort seid ihr dann. Cool wäre, könnte man jetzt den Käfig schließen. Das wäre geil. Das wäre noch das I-Töpfelchen, wisst ihr? Also manchmal will das ausreichen, einfach nicht. Immer im Auge behalten. Geh aus dem Auge lassen, das Vieh. Durch seinen doppelten Angriff. War jetzt gerade verlangsamt. Seht ihr? Es hat nicht funktioniert. Ich hatte gedrückt. Aber er hat nicht reagiert. Und jetzt braucht keiner sagen, auf der Tastatur. Ich merke schon, wenn ich die Taste gedrückt habe. Also er müsste wenigstens eine Rolle machen. Irgendwas. Großer Freund. Ich glaube, der entspannt sich nicht mehr. Trollpopel wieder mal gesammelt. Also das war unser zweiter Troll. Das war jetzt ein Bergtroll. Ich glaube, das andere war ein Waldtroll. Und wir haben keinen mega Powertrank. Oh, ist das süß. Der hat eine Puppe. Es tut mir immer leid, dass man das... Wieso muss man die töten? Das wäre doch viel geiler, könnte man den hier einfach einsperren. Also ein Pfeilgitter oder sowas. Hm.
meine, es hieß, wir können den auch auslassen. Also Fischis umgehen. Aber das ist ja auch nicht die Lösung, oder? Och, der Schrumpelfeige. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Und Flussgrasstamm. Okay. Eichhörnchen. Kann man euch fangen? Ein Tierwesen, wie sie. Sind die knuffig. Also die Tiere, keine Ahnung, als ob die Hälfte des Budgets für die Tiere drauf gegangen ist, was mich freut, persönlich. Aber so viele Tiere, die so gut aussehen. Wow. Meine liebe Sirona, als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Die meisten haben so ein Gefühl. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Legilimens bist und doch schien es mir so, als konntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Legimens ist ein M. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich eine Eule an einer Ecke kauerte und reglos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mir mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich unglaublich an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anderes gewesen sein solltest als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du, ganz ohne Magie, alles und jenen in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine Mirabel. PS, bitte sag Miss Sprottle, dass ich sie und Mr. Sprottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und wie sie wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Liebe Sirona, ich habe die winzige Geschenke als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Sean. Also sie war ein Ravenclaw oder wahrscheinlich gut mit den Ravenclaws. Meine liebe Sirona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Sprottle geschrieben, aber fühle mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch im Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diese ulkigen Gnomen gekichert haben. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Sprottles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen. Das heißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Voller Dankbarkeit, Philomena. Also doch ein Ravenclaw. Das müssen Sironas Briefe sein. Liebe Sirona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemogelt und Fanky gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viele Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, woher zu diesem Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Freaky ist wirklich genial. Freaky. S. Hat's geschrieben. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Liebe Miss Sprottle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknechts verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet.
Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung, mit der hochkomplexen Kunst eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ganz ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Sprottle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meine Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Sirona. Ich glaube, also, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Also eine Muggel. Also Muggeleltern. Verbotener Wald, wieder zurück. Und da ist schon wieder der Tag angebrochen. Kommen wir hier wieder hoch? Nee, kommen wir nicht. Okay. Da sind die zwei Knechte links von uns, die wir wahrscheinlich oben drüber gesehen haben, oder? Bring die Schachtel mit Briefen zu Sirona zurück. Nein, das machen wir nicht. Einhornbau. Wir gucken nochmal, ob ein weibliches Einhorn da ist. Meter voraus. Ja, da ist eins. Was ist es denn für eins? Ein Tierwesen in der Nähe. Das ist ein Weibchen. Dann hätten wir unser Pärchen. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Das hat ja schon mal wunderbar geklappt. Top. Die Watte quillt. Aufträge. Jetzt müssen wir nämlich den Bruder von der Dame suchen. Also wir können auch räumen die Koboldlager. Wir können auch zwei Koboldlager erstmal ausräumen. Wo ist denn das? Das müsste doch eher irgendwo in der Nähe sein. Nee, nicht ganz. Dann gucken wir doch Freund in der Info. Das da. Zauberstabgriffe bekommen wir neue. Schauen, wo das ist. Naja, auch nicht so in der Nähe. Aber ja, das machen wir jetzt als nächstes. Eine Markierung? Doch, da. Die war ganz unten. Da, da geht's lang. So, Turbo-Modus an. Oh nein. Das könnte gefährlich werden, Zombies. Wenn ich nicht aufpasse. Okay, also Inferius. Und was soll ich jetzt hier machen? Finde heraus, was mit Bardolf Beaumont passiert ist. Tagebucheintrag 2 von 2. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Ich habe einen Ferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt.
Sie haben einen Inferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehe, wusste, zu verbergen. Aber ich fürchte, Sie haben mich durchschaut. Ich muss Sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um Ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Bardolf. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf offenbar als Nächster dran sei. Wie viele sind es denn? Leviosa, Lumos, Confringo, Hellnau, Akio, Incendio. Hier, da ist noch einer. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Dieser Inferno ist ein Vollmodul. Das muss Adolf sein. Confringo! Was wollt Pullover? Vielleicht will man dann auch nicht wissen, dass sie wirklich zu gestoßen ist. Wow, wow, wow. Noch einer? Nee. Okay, wo hat er jetzt gesagt, ist ein Wollpullover? Dummdi-dummdi-dummdi-dumm. Wettbewerbsfähiger Schulumhang. Okay, vielleicht haben wir was Neues. Das finde ich doof, dass er mitten im Kampf, der Kampf ist noch nicht mal zu Ende, aber quatscht und quatscht und quatscht. Rivelio. Okay, wir gucken nochmal hier rein. Ach, hier ist Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, muss ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magiern nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu schützen. Bardolf. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Rebellion. Okay, dann können wir ja wieder zurück. Höfliche Kämpfe mochte ich schon. Das ist ja eine echt schicke Brücke. Guckt euch das mal an. Die ist ja echt super schön. Was bist du denn für ein hässliches Vieh? Ja, ein Troll. Und auf der anderen Seite? Auch ein Troll. Grad will mich jemand trollen. Inferi. Okay. Ui, 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 ui. Das ist aber unfreundlich, einfach so zu werfen. Ich frage mich, was diese Dinger hier sollen. Ist hier irgendwie brennen oder für einen Heißluftballon? Also wie ein Landeplatz. Aber hier ist erstmal noch ein Dorf. Was ist da für ein Gegner? Ach, Spinnen. Okay, das ist nicht schlimm. Ja auch irgendwo so ein... Doch nicht, die Krokus. Miezekatze.
Hallo. Hätten Sie einen Moment? Ja, aber leider nur den einen. Der Laden hält mich ziemlich auf Trab. Ich bin die neue Inhaberin, Indira Wolf. Irgendwelche Gerüchte hier? Erzählen Sie mir von sich. Erzählen Sie mir von Ihrem Laden. Boah, das ist ja wie die Stasi. Die Zauberstasi. Was können Sie mir über Ihr Geschäft erzählen? Hier ist es vielleicht nicht so schön wie in Hogsmeade, aber ich denke, wir haben einen eigenen, rustikalen Charme. Wir verkaufen allerlei Tierwesen-Nebenprodukte für die Trankherstellung. Auch ein paar Seltenheiten. Das hängt jetzt alles an mir. Können Sie mir mehr über sich erzählen? Oh, ich habe schon lange kein normales Gespräch mehr geführt. Verzeihung, wenn ich etwas eingerostet erscheine. Mein Vater ist kürzlich verstorben und ich war damit beschäftigt, das Geschäft am Laufen zu halten. Mir war nicht klar, wie viel Arbeit so ein Laden mit sich bringt. Inventur, Wartung, Kunden, Rechnung, Buchhaltung und so weiter. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ein wild gewordener Sumpfkrattler läuft frei herum. Er ist sehr aggressiv und hat ein seltsames Muster. Das Leben hier in Pettipon Fort leidet darunter. Ich wünschte, jemand würde etwas unternehmen. Okay. Was verkaufen Sie hier? Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Wo haben die alle ihre Phönixfedern her? Und vor allem, die kostet 700. Hatte der nicht an der andere in der vorletzten Folge war das, glaube ich. In Folge 17. Da sind wir doch zu Sebastian geflogen. Und auf dem Weg war ein Händler, der hatte, glaube ich, für 600 verkauft. Hippogreifs. Ja, brauchen wir alles nicht. Nieselfell. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Giffler haben wir. Mondkalb haben wir. Krötenwarzen. Wir haben eine Kröte gefangen. Estrale haben wir auch noch nicht. Und die Recalls haben wir auch nicht. Also diese Enten. Und eines Fupas. Schafhorn. Okay, also uns fehlen noch 4 Tiere. Theoretisch. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich beehren Sie mich bald wieder. Okay. Revelio. Elban. 40 Gold. Kinder. Hatten wir schon vorher Kinder? Da ist eine Merlins Prüfung. Aber was ist das? Und dann? Was hat das jetzt gebracht? Revelio. Nicht so viel. Da brennen wir eher die Hütte ab. Revelio. Ihre Häuser nicht abschließen? Okay. Viel Vertrauen. Godric Gryffindor war der größte Duellant aller Zeiten. Also irgendwie. Irre ich mich oder verschwindet? Also. Zaubert sich immer einer weg am Rand und einer ist da, aber auch irgendwie nicht. Und ich frage mich, wieso das immer ein Lade. Ladescreen ist, um eine Katze zu streicheln. Da müsste doch eigentlich nur runtergehen und. Naja. Wo ist denn das Vieh? Da ist das. Goldgras, Sumpf. Ja, okay. Das Vieh. Wie aus dem Märchen. Dem Märchen von Bibel, dem Baden. Kotrinko! Pimiao! Incendio! Achio! Kotrinko!
Was ist denn mit dem Vieh? Confringo! Expelliarm! Incendio! Okay, also... Er hat jetzt nicht so viel gemacht. Confringo! Protego! Okay. Also Spinnen sind nicht so das Problem mittlerweile, da bin ich ein guter Kammerjäger. Obwohl Spinnen sehr nützliche Tiere sind. Aber ich verstehe, dass viele Menschen davon Angst haben oder eine Abneigung. Angst ist vielleicht das falsche Wort. Gut, hier werde ich mich nie dran gewöhnen. Hier war eine Kutsche, die wollte ich mir angucken. Wird ja bestimmt von Testralen dann gezogen. Hier ist die Flamme. Ja. Hit ab und fort. Okay. Geht es da oben noch weiter? Ja, da ist noch ein Weg. Dann fliegen wir den noch auch noch ein Stück. Im Haus. Okay. Rebellion. Was haben Sie jetzt vor? Im Haus. Gut. Kamin. Für bekannt das Dorf. Incendio. Confringo. Incendio. Ach, Mädel. Du kannst. Wie fühlt sich das an? Versuchst du es überhaupt? Okay. Okay, es wird ein bisschen too hot. Wir haben auch keinen Trank mehr. Jetzt war das Problem, ich konnte in den nicht so genau erkennen, ob das jetzt ein roter oder ein orangener Kreis ist. Also worauf ich Protego anwenden soll, und deswegen bin ich immer ausgewichen und da kriege ich den Schild aber nicht geknackt von denen. Mal. Ich könnte schwören, da war es. Ach hier. Confringo,
Okay, die ist down. Die sagt nichts mehr. Der hat sich jetzt festgefahren gehabt. Okay. Man weiß, was man tut. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Ich hoffe, dass das Spiel sich merkt. Wo ich schon war und wo ich die Wilderer weggemacht habe. Das sind auch wieder Kobolde. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ah, Stein, Stein. Wollen wir es ausprobieren? Und jetzt? Okay, es sind wahrscheinlich vier. Was? Außer. Okay. Wir haben jetzt vier zerstört. Wir sind hier noch mehr. Der Typ läuft hier einfach nur so rum. Ja, why not? Ich wette, jeder, der zuguckt, lacht mich aus und denkt sich, ja, easy. Alter, bist du doof. Grundsätzlich würde ich behaupten, was mir fehlt, leider nach oben unten zu schauen, wenn man auf dem Besen ist. Hier im Lager scheint es keine zu geben. Merlin. Ah, noch eins, dann haben wir wieder einen Platz, Inventarplatzerweiterung. Leo? Okay. Sind wir jetzt schon ganz im Norden? Ja, sind wir. Weiter geht's nicht mehr. Wir haben hier jetzt noch ein kleines Banditenlager. Aber sonst war da nichts mehr.
Das ist echt super, dass man in der Welt hier einfach fliegen kann. Auch hier noch mal nach links abdrehen. Sumpf an der Nordfurt. Er scheint ja auch im Haus zu sein. Und ein fahrender Händler. Cool. Da gucken wir gleich vorbei. Sumpf an der Nordfurt, Osten. Leopold Babcock. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Das ist cool. Ich musste aus dem Schloss raus. Ich erkunde gern. Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut, ab und zu etwas zu unternehmen. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Was Sie nicht sagen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Irgendwie der falsche Sie Satz. Etwas, das Sie brauchen. Also Mega Power Trank. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Auf jeden Fall. Oh ja. Maxima Trank. Erhöht den Zauberschaden des Trinkenden für kurze Zeit. Nee. Himmelssensenbogen. $5,000. Es scheint, als hätten Sie nicht das nötige Kleingeld. Schade. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Duellierhandschuhe der dunklen Künste. Ich würde das erstmal lassen. Aber hier diese braune Olchaugenschutzbrille weg. Auch hier diesen lässig elegantes Assemble mit Diamantenmuster. Ja, Gucken wir mal in Hogsmeade nächstes Mal. Es war mir ein Vergnügen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Okay. Rivelio. Rivelio. Ach hier. Ja, komm her. Komm her, Tennisball. Warte, kann ich dich jetzt hier einfach so ziehen? Oh. Nein. Nein. Das ist... Wingardium Leviosa. Okay, und dann muss ich das Zeug noch verbrennen. Contringo.
Merlin stolz. Wingardium Velmot. War das? Wingardium Leviosa. So. Ich würde schon bei der Einschulung scheitern in Hogwarts. Ist das dunkel hier? Lumos. Und das eigentlich da oben? Du willst aber nicht unbedingt in so eine Höhle reingehen. Das sollte ich untersuchen. Oberknolle. Halte zwei Gegner in der Luft. Nee. Wir fliegen jetzt zurück. Wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Ach, wir sind nicht weiter rüber geflogen. Okay, wartet. Also den Abstecher machen wir noch. Zack. Hier ist wieder so eine Landeplattform. Hier scheinen wieder Kobolde zu sein. Eigentlich wollte ich die Laterne ja austauschen, also den Besen, aber die hat schon was. Okay, hier hinten scheint es dann auch nichts mehr zu geben. Finde ich ein wenig schade. Okay, na dann keine Zeit zum Verlieren. Wenn wir schon hier so eine Upper Hogsfield. Ich glaube, das war doch Upper Hogsfield, oder? Nicht, dass wir uns jetzt verfahren haben mit dem Flohpulver. Ja, 45 Meter. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Oh, ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolf? Was wissen Sie über meinen Bruder? Er ist leider tot. Er hat beschlossen, ein neues Leben zu beginnen. Was ist jetzt besser? Die Wahrheit? Ich weiß auch nicht, wieso hier die Musik gerade so hoch geht, aber er hat beschlossen, ein neues Leben zu beginnen. Leider wurde Bardolf in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolf gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Beaumont. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf. Passen Sie auf. Renrocks Anhänger sind unberechenbar und brutal. Hat sich die Lage mit Renrocks Anhängern verbessert? Leider nicht. Ich fürchte, mein Bruder ist nur einer von vielen, der unter ihnen gelitten haben wird, bis sie endlich weiterziehen. Falls sie weiterziehen. Hat sich die Lage mit Renrocks Anhängern verbessert? Schade, wir können nicht mehr mit dir handeln. Nicht. Ich fürchte, mein Bruder ist nur einer von vielen, der unter ihnen gelitten hat. Aber ging es gar nicht? Sie endlich weiterziehen. Falls sie weiterziehen. Okay. Renrocks Anhänger sollte man keinesfalls unterschätzen. Er hat einen Drachenschädel. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor.
haben ja auch einen neuen Griff bekommen. Hat schon was. Aber ich finde immer noch diesen quadratischen, wie ein Zwergengriff. Das ist ja eher so der Count Dooku-Style. Also das andere Franchise. Mit Zauberstäben. Gut, dann. Hier nicht. Aufträge. Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Ja, das ist das. Wir müssen wieder zurück nach Hogsmeade. Dahin müssen wir uns ganz schnell teleportieren. Herr Flohpulver reisen. Auf geht's nach Hogsmeade. Hier ist immer noch Halloween. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Ja, du bist auch einer der Nächsten. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann ihnen vertrauen. Der Magier, dem die Frauen vertrauen. Darf ich Sie nach den Briefen in der Schachtel fragen? Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Waren Sie in der Quidditch-Mannschaft? Ist Mirabelle Professor Garlic? Ist es Sprottle und Sie so nah, wie es scheint? Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jeder andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ganz gut, wie der Charakter gemacht ist. Ehrlich. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black nie verzeihen, dass er dieses Jahr alles abgesagt hat. Wir hätten gemeinsam Ravenclaw anfeuern können. Alle reden von Quidditch, aber es ist kein Quidditch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Okay. Looks ganz schön strange, Madam. Wenn ihr auch nochmal, nochmal ein bisschen über die Zaubersprüche gehen. Wir haben ja jetzt mehr Punkte. Wir haben 8 verfügbare Talentpunkte. Haupttalente, wir sind ja jetzt schon weiter aufgestiegen. Benötigt Stufe 22. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Ein erfolgreicher Ausweichen und unblockbarer Angriff erhöht die alte Magieanzeige. Das wäre nicht schlecht. Das nehmen wir.
Wenn du einen Zauber mit einem perfekt abgestimmten Protego blockst, sendest du 2 Projektile zurück auf deinen Gegner. Ja, das ist so ein bisschen... Basis-Zaubertreffer gegen Gegner in der Luft erhöhen die alte Magieanzeige. Erhöht die Reichweite von Revelio. Ja. Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffe von entwaffneten Gegnern. Müsste man jedes Mal entwaffnen. Dunkle Künste. Wir machen erstmal noch ein bisschen weiter. Haben wir hier noch gehabt. Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum. Ja, der ist gut. Gegner in der Nähe eines mit Accio beschworenen Ziel werden ebenfalls zu dir gezogen. Gegner in der Nähe eines mit Levioso levitierenden Ziels werden ebenfalls levitiert. Fringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Und der Pulso löst eine zusätzlich starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Ja, das sind dann alle weg. Raum der Wünsche. Der Schaden und die Dauer der Kampf- und Fähigkeit von Arauen sind erhöht. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Dann immer 2. Das wäre dann cool. Reichweite und Schaden. Wir warten jetzt noch die 2 Level bis 22. Das ist ja jetzt nicht so viel. Wir sind fast 21. Wir haben jetzt trotzdem nicht den Auftrag ausgewählt, den nächsten. Auftrag ganz weit oben. Mann, Mann, Mann. Wir haben so viele Nebenaufträge. Dann räumen wir erst einmal das Koboldlager auf. Wo waren das? Weltkarte. Das war nur Stufe 2. Das sollte fix gehen. Vor allem mit der Ausrüstung. Wer hier wohl wohnt? Ach, es sind 2. Ja, es sind 2 hier, aber direkt 2 Markierungen. Das war eben nicht so ersichtlich. Ein lästiger Mensch weniger. Tag hier. Incendium. Wie unverschämt! Das ist Verfinger! Easy. Es ist zu spät, um deine Ziele einzusehen. Ein Lager erledigt, 1 übrig. Revelio. Cool. Also Protego-Welle war schon richtig Investition. Ein lästiger Mensch wenig. Du wirst bereuen, hier zu sein. Oh.
Habt ihr das gesehen? Ein Amboss. Ein Amboss. Ich werde dich. Ins Händchen. Ach hier. Ich werde nicht. Komm, Pringo. Noch jemand? Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Rivelio. Okay. Das sieht ja fast so aus, als ob die reinfahren wollten. Eine cool gemachte Maschine. Incendio. Das ist wieder ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Okay. Na gut, dann fliegen wir erst einmal zur der Madame Vermont und geben ihr die gute Nachricht übermitteln sie, dass die Kobolde weg sind. Sie sind weitergezogen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ich vermisse das Geschäft. Hallo Madame Bowman, gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Es war schwer. Ich habe sie einfach überrascht. Ich konnte sie überrumpeln. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolph getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Jetzt können wir handeln. Können Sie mir Ihre Waren ansehen? Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Straßenköterfell, auch der Toten. Aber das hatten wir eigentlich. Und Spinnenfangzahn. Haben wir eigentlich auch. Und doof, dass wir unsere Inkidenzen nicht verkaufen können. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Den Hut, den Schlapphut, den müssen wir uns immer noch angucken. Ich kann nicht glauben, dass Bardolph sich den Erschwinderin angeschlossen hat. Dort wird so, jetzt gucken wir noch, was wir hier noch einsammeln können. Talente, Sammlungen. Was haben wir denn hier? Eins haben wir noch unbekannt. Also wir haben noch eine Sache unbekannt. Dann haben wir hier noch jede Menge Sachen unbekannt. Noch viel mehr unbekanntes Zeug. Okay, Herausforderung. Was haben wir an Herausforderungen da? Kampf. Schwarze Magier. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Nee, abgeschlossen. 30. Ausrüstungsschaftsrezept. Belohnung, Widerstand gegen Kobold Silber 1. Geschützerumhang aus Drachenhaut. Haben wir den jetzt bekommen oder nicht? Das frage ich mich jedes Mal. Haben wir auch bekommen. Hier müssen wir noch 15 schwarze Magier töten. Besiege 3 berüchtigte Gegner. Okay, dann haben wir hier besiege 5 Trolle, das haben wir noch nicht. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung, Offiziersuniform. Und hier müssen wir noch 10 Duellleistungen, also 5 Duellleistungen müssen wir noch abschließen. Aufträge, das haben wir abgeholt. Diese 4 Aufgaben ab. Belohnung, ja. Und hier jetzt noch 13 Hauptaufträge abschließen. Handschuhe. 3 Nebenaufträge noch. Erkunden.
Müssen noch drei abschließen. Das hatte ich irgendwie vielleicht falsch auf dem Schirm. Das ist doof. Finde alle Überreste alter Magie an zwei entsprechenden Orten. Da waren wir schon an der Burg dran. Und Raum der Wünsche. Ausrüstungseigenschaft, Rezeptbelohnung, alte Magie 1. Haben wir Zauberanweisung für Beschwörung, Zauberanweisung Billwicked. Stock. Okay. Gut. Haben wir das Inventar. Ausrüstung. Schade, dass wir die Sachen nicht als Ausrüstung bekommen. Ja, mal schauen. Okay. Also unsere Sammlung wird aktualisiert. Legendäre Maske. Wenn wir das jetzt hier reingucken. Sammlung. Erscheinungsbild. Eine Maske mit geheimnisvollem Design, die durch das Abschließen von Hauptaufträgen verdient wird. Ich würde gerne die Sachen irgendwie auch herstellen. Kosmetische Änderungen, die im Ausrüstungsmenü mit der Option Erscheinungsbild ändern, angewandt werden. Stimmt, ja. Ich glaube, wir haben noch keinen Gegenstand, wo wir das anwenden können. Also es ist ja wie ein Skin auf einem Gegenstand. Okay, also da oben aktuell sieht sich die Sammlung. Und hier ist noch fröhlich Musik. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video hier, unsere Folge 19. Und sehen dann uns bei Folge 20 in alter Frische am frühen Morgen. Jetzt ist es ja schon tief in der Nacht geworden. Und gehen dann den Quests weiter. Uns dann wieder eine Hauptquest an. Und was natürlich mit den Tieren los ist. Das müssen wir auch noch prüfen. Wir haben ja noch ein Einhorn, stimmt. Das weibliche Einhorn haben wir immer noch in der Tasche. Das müssen wir auch noch freilassen. Also machen wir das nächste Mal. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und bis zur nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Exocron. Das haben wir schon. Ja. Tschüss.